Ja, hallo, herzlich willkommen zu unseren Online-Seminaren Klinikalltag aus erster Hand heute Nachmittag mit dem Sonderthema Arbeiten in der Psychiatrie. Ich freue mich sehr, dass so viele dabei sind. 51 Teilnehmer sehe ich jetzt. Vielleicht kommen auch noch welche dazu. Wunderbar. Ich glaube auch, wir haben ein spannendes Programm für euch heute Nachmittag. Wir fangen an mit einem speziellen Bereich, nämlich der forensischen Psychiatrie. Danach kommt etwas über Kinder- und Jugendpsychiatrie und den Abschluss macht dann das Thema Berufseinstieg in der Psychiatrie ganz allgemein. Ich hoffe, ihr werdet heute Nachmittag ein paar interessante Erkenntnisse haben, die euch vielleicht auch in eurem eigenen Berufsweg weiterbringen. Und ja, ich glaube, da sind einige ganz spannende Sachen dabei. Bevor wir inhaltlich loslegen, würde ich gerne ein paar Worte zu Operation Karriere sagen. Die meisten von euch kennen das vielleicht. Wir sind ja eigentlich eine Kongressreihe, die Medizinstudierenden so ein bisschen beim Weg in den Beruf helfen möchte. Eigentlich sind wir das Jahr über in 6, 7 verschiedenen Städten ganz Deutschland unterwegs. Und jetzt mit Corona haben wir uns überlegt, wie können wir einen Teil des Formats zumindest ins Internet bringen, mit den Tipps zu Bewerbungsthemen, mit den Tipps rund um Lernmethoden, verschiedene Facharztbereiche, Stressmanagement und so weiter und so fort. Und so ist unsere Online-Seminarreihe entstanden, wo wir ja jetzt in den letzten Monaten schon ein paar ganz interessante Gäste und ganz interessante Themen beisammen haben. Und ja, wir freuen uns, dass auch heute zum Spezialnachmittag Psychiatrie wieder so viele dabei sind. Ich stelle mich kurz selber vor, ich bin Stefanie Hanke, ich bin Online-Redakteurin beim Deutschen Ärzteverlag, inzwischen seit 4 Jahren, hauptsächlich da zuständig für Operation Karriere und Ärztestellen.de. Und vorher war ich vor allem beim Radio unterwegs, deswegen habe ich jetzt die Ehre, diese Online-Dinge zu moderieren. Und ihr seht da oben über unserem Chat noch meine Kollegen. Das ist einmal die Dina. Die Dina ist Projektmanagerin für Operation Karriere und dafür zuständig, dass hier organisatorisch alles gut läuft. Und dann ist da noch der technische Support, der heißt eigentlich Paul Okray und sorgt im Hintergrund dafür, dass technisch alles reibungslos funktioniert. Vielen Dank an die Kollegen, ohne die wäre das alles nicht möglich. Aber natürlich geht es heute nicht nur um uns. Nein, bevor ich euch den Herrn Dr. Strahl vorstelle, kommen noch ein paar Worte zum Ablauf hier. Das Online-Seminar wird aufgezeichnet. Das bedeutet, wir werden das im Nachhinein auf YouTube zur Verfügung stellen, wahrscheinlich schon direkt ab morgen. Und wenn ihr es euch nochmal in Ruhe anschauen wollt, beziehungsweise wenn ihr jemanden kennt, der gern dabei gewesen wäre, aber heute Abend keine Zeit hat, dann habt ihr da die Möglichkeit, euch das nochmal anzusehen. Dann würden wir uns über euer Feedback freuen. Da wird es im Anschluss an die Veranstaltung einen Feedback-Fragebogen geben. Da freuen wir uns, wenn ihr den ausfüllt zum Thema, was hat euch gut gefallen, was hat euch vielleicht nicht so gut gefallen, was können wir besser machen, was für Themen interessieren euch noch. Schreibt das da alles gerne rein, das alles interessiert uns sehr. Und der Chat, den seht ihr da auf der rechten Seite und da könnt ihr eure Fragen reinschreiben. Also sowohl, wenn ihr irgendwelche technischen Schwierigkeiten habt, dann wird sich der Paul darum kümmern, als auch, wenn ihr Fragen an Herrn Dr. Strahl habt zum Thema forensische Psychiatrie, schreibt gerne alles in den Chat und das werden wir dann in das Gespräch mit Herrn Dr. Strahl einbeziehen und direkt eure Fragen da beantworten. So, und jetzt darf ich euch unseren Gast vorstellen? Dr. David Strahler ist Chefarzt in der Abteilung Forensik 2 in der LVR-Klinik Viersen. Und er hat sich bei uns vorgestellt mit dem Zitat: In der forensischen Psychiatrie geht es schon um Sex and Crime, aber es ist nicht ganz so wie im Fernsehen. Willkommen, Herr Dr. Strahl. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Wir freuen uns, dass Sie ein bisschen was aus Ihrem Arbeitsalltag heute erzählen werden. Ja, wie ist es denn? Sex and Crime, das klingt ja erstmal knallig. Was hat denn Ihr Arbeitsalltag in der forensischen Psychiatrie jetzt damit zu tun? Ja, wir behandeln psychisch kranke Straftäter, die Straftaten begangen haben und eben auch sexuelle Straftaten begangen haben. Und damit habe ich eigentlich jeden Tag zu tun. Das Besondere an Ihrem Bereich ist ja im Vergleich zu anderen Kliniken, die kommen nicht ganz freiwillig zu Ihnen, ne? Was muss denn passieren, dass jemand bei Ihnen in der forensischen Psychiatrie landet? Dazu muss erst jemand eine Straftat begehen, muss eine psychische Erkrankung haben. Und diese Straftat kommt dann irgendwann vor Gericht, dann kommt ein Gutachter. Sowas gehört auch in den Aufgabenbereich der forensischen Psychiatrie. Wir begutachten diese Menschen dann und kommen zu einem Ergebnis. Die müssen die Erkrankung behandelt bekommen, damit sie eben keine Straftaten mehr begehen. Und dann
verurteilt das Gericht sie und sie kommen dann zu uns und dann behandeln wir sie hier, die Erkrankung. Und dann ist es hoffentlich irgendwann so, dass wir sie wieder entlassen können und sie keine Straftaten mehr begehen. Was können Sie tun für diese Menschen? Wie sieht so eine Therapie aus für einen Straftäter, der bei Ihnen in der Psychiatrie landet? Das ist eine sehr umfassende Behandlung. Das heißt, wir behandeln ihn ja schon im Akutzustand und idealerweise begleiten wir ihn die ganze Erkrankung, die ganze Behandlung hindurch, bis er wieder in eine eigene Wohnung oder einer Wohngruppe landet und dort dann wieder Fuß fasst, einen Beruf findet und dann auch von seiner Erkrankung geheilt ist und eben keine Straftaten mehr begeht. Das heißt, wir behandeln die Patienten eigentlich ganz, ganz viele Jahre, begleiten sie und kriegen alle Höhen und Tiefen dann auch mit. Über was für Erkrankungen sprechen wir da? Also was sind das für Erkrankungen, die dazu führen, dass jemand auch tatsächlich ein Verbrechen begeht? Das sind unterschiedliche Erkrankungsbereiche. Das eine sind, ich sag mal so, die schizophrenen Erkrankungen. Das sind Erkrankungen, wo Menschen Wahnvorstellungen bekommen, Halluzinationen bekommen. Dann gibt's so die Gruppe der Menschen, die eine Persönlichkeitsstörung haben. Das heißt, aufgrund ihrer missglückten Persönlichkeitsentwicklung dann irgendwann aggressiv werden, Straftaten begehen. Dann gibt's noch die Gruppe der Sexualstraftäter, das heißt, das sind Menschen, die eine bestimmte sexuelle Orientierung haben und diese dann ausleben müssen. Also ich sage das mal ausleben müssen, eben weil sie krank sind und dann bei uns eingeliefert werden und wir müssen die behandeln. Und dann gibt es natürlich auch noch wir haben eigentlich die ganze Bandbreite an Erkrankungen. Also das sind so die drei wesentlichen Erkrankungsbereiche, die wir behandeln. Wie tun Sie das? Also was tun Sie mit diesen Menschen, die da bei Ihnen landen? Gibt es da auch Gesprächstherapie? Gibt es da Medikamente oder wie müssen wir uns das vorstellen? Also das ist eine sehr umfassende Behandlung. Das heißt, wir haben zum einen eine medikamentöse Therapie, wenn sie indiziert ist. Wir haben Psychotherapie in Einzelsitzungen, in Gruppensitzungen. Es gibt verschiedene Trainings, das heißt soziale Kompetenz, die ganze Sozialanamnese, berufliche Förderung, schulische Förderung. Idealerweise können die bei uns auch eine Lehre oder eine Ausbildung beenden. Also das ist gerade im Anfangsbereich der Behandlung natürlich sehr intensiv und in der Klinik. Und mit zunehmenden Fortschritten wird es immer mehr nach außen verlagert und dann ändern sich natürlich auch diese Behandlungsschwerpunkte ein bisschen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Anders als in anderen Kliniken kommen die ja nicht freiwillig, das haben wir ja schon geklärt. Sind die kooperativ? Haben die überhaupt ein Interesse? Man muss ja bei dieser Art von Behandlung, die Sie jetzt beschrieben haben, schon mitmachen wollen. Wie ist das? Naja, anfangs haben wir bei vielen natürlich das Problem, dass sie sagen, sie sind unschuldig und müssen gar nicht untergebracht werden. Das ist so, wie wenn man Auto fährt und geblitzt wird. Ganz viele sagen natürlich erstmal, war ich nicht, ich bin nicht zu schnell gefahren. Andere sehen es etwas schneller ein, dass sie zu schnell gefahren sind. Und so muss man sich das auch bei unseren Patienten vorstellen. Das heißt, nach der ersten Enttäuschung und nach der ersten Idee, okay, ich werde jetzt sehr lange hier drin bleiben, kommt dann irgendwann der Punkt, wo sie sagen, okay, mit unserer Hilfe, okay, wir machen das jetzt und wir wollen das jetzt behandeln und wir wollen wieder nach draußen. Wie lange ist sehr lange? Wie lange bleibt jemand bei Ihnen? Also die durchschnittlichen Verweildauern im Maßregelvollzug liegen ungefähr zwischen 9 und 10 Jahren in Deutschland. Also es ist schon eine sehr lange Zeit. Wir versuchen aber natürlich durch Intensivierung der Behandlung diese Zeiten auch so kurz wie möglich zu halten. Aber manchmal dauert es eben auch tatsächlich 10 Jahre oder manchmal dauert es auch noch länger. Und wenn die dann entlassen werden, gibt es dann auch noch so eine Art ambulante Behandlung, dass man sicherstellen kann, dass sie tatsächlich nicht wieder straffällig werden? Oder wie geht das, wenn jemand dann entlassen wird? Also es ist so, dass wir neben dieser stationären Behandlung dann auch langsam die Umgebungsbedingungen, die Sicherungen etwas lockern. Wir beurlauben jemanden irgendwann, wenn es denn geht, wenn es therapeutisch geht, wenn es vertretbar ist. Wir beurlauben jemanden, wohnt dann draußen, er wird von uns regelmäßig aufgesucht, betreut, er muss zu uns kommen für Gespräche. Und erst wenn das alles eine ganze Weile lang gut klappt, dann wird er
entlassen. Dann gibt es aber trotzdem noch eine Nachsorge. Das heißt, wir haben immer neben der Bewährungshilfe und anderen professionellen Helfern, haben wir immer noch Kontakt zu denen. Weil wir kennen sie am längsten, wir kennen sie am besten und können häufig auch sehr schnell einschätzen, okay, wann wird es wieder kritischer, wann kommt es wieder zu einer Verschlechterung und können dann auch frühzeitig eingreifen. Wir haben schon die erste Publikumsfrage. Ich schiebe die mal rein, weil es gerade ganz gut passt. Holger fragt, wie hoch ist der Anteil der Patienten, die auf Dauer eine Therapie verweigern? Gibt es die oder kriegen sie irgendwann jeden dazu mitzumachen? Wir kriegen irgendwann jeden. Es ist häufig eine Frage, welche Angebote machen wir? Es ist weniger eine Frage der Patienten, sondern es ist einfach, wir müssen das geeignete Angebot für denjenigen finden mit seiner Störung und letztlich kriegen wir jeden. Das ist ja schon ganz ermutigend. Warum haben Sie persönlich sich denn entschieden, sich auf diesen Bereich zu spezialisieren? Tja, das ist eine lange Geschichte. Also ich habe angefangen als Pflegehelfer in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie, bin dann eigentlich in die Neurologie abgewandert und musste mein Jahr Psychiatrie hier machen und bin dann zufällig in der Forensik gelandet. Also ich hatte davor eigentlich noch gar keine Berührungspunkte damit und das hat mich einfach fasziniert, die Menschen in ihrem Ganzen zu behandeln, über so lange Zeit zu behandeln und zu begleiten. Deshalb bin ich irgendwann einfach kleben geblieben und bin jetzt schon seit 2005, glaube ich, in der Forensik tätig. Und Sie haben es nie bereut? Ich habe es bisher noch nicht bereut, nein. Wie ist das? Nimmt man nicht manchmal Geschichten, Schicksale mit nach Hause abends? Wie gehen Sie persönlich damit um? Sie erfahren da ja auch jede Menge harten Stoff. Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt Geschichten, die nimmt man mit. Es gibt aber die Möglichkeit, dass man sich mit Kollegen austauscht. Es gibt die Möglichkeit einer professionellen Supervision. Das heißt, wo man darüber reden kann, welche Schwierigkeiten man damit hat. Man kann auch Patienten also untereinander abgeben. Also es gibt einfach Patienten, da weiß ich, die kann ich nicht gut behandeln, eben weil ich darauf so reagiere, auf die Geschichte. Dann gibt es aber einen anderen Kollegen, der vielleicht besser mit dem Patienten arbeiten kann und dann kann man auch einfach die Zuständigkeiten wechseln. Da wir ständig im Gespräch sind, funktioniert das eigentlich ganz gut. Das ist ja wunderbar. Es kommen immer mehr Fragen aus dem Publikum, insofern gehe ich da nochmal drauf ein. Lisa fragt, wie hoch ist der Anteil an Frauen in der Patientengruppe? In der Patientengruppe? Also wir haben hier in Viersen ausschließlich männliche Untergebrachte. Es gibt in NRW in Bettburg-Hau eine Frauenforensik. Das heißt, dort sind alle Frauen, werden da zentral in dieser einen Klinik untergebracht. Der Anteil der Frauen ist deutlich geringer als der Männer. Die genauen Zahlen, also da ich mit Frauen relativ wenig zu tun habe, Bettburg-Hau hat ungefähr, also wir haben so 1500 Patienten in NRW so ungefähr und es sind so 200 Frauen davon, so ungefähr. Also so etwas mehr als 10% heißt das? Ja. Ungefähr. Birgit fragt, wie hoch ist der Anteil an Heilbaren? Da würde sie ihre Erfahrung sehr interessieren. Kann man die Störungen, die sie haben, wirklich heilen oder geht es eher darum, dass jemand einfach nicht mehr straffällig wird und die Personen und die Gesellschaft zu schützen? Also psychische Erkrankungen zu heilen ist sehr schwierig, gerade bei den schweren Störungen, die wir hier haben. Die sind ja meist vorher schon ganz häufig in Behandlung gewesen und das hat alles nichts gebracht, sodass es meist chronifizierte Erkrankungen sind. Letztlich ist unser Ansatz eher das bestmögliche Ergebnis mit dem Patienten zu erreichen und dann zu gucken, unter welchen Bedingungen können sie dann mit ihren Einschränkungen wie ein Diabetiker oder andere chronisch Erkrankte gut leben. Wir müssen so langsam tatsächlich mehr auf diese Teilnehmerfragen eingehen. Ja, wir hatten eigentlich für unser Gespräch noch ein bisschen mehr Zeit eingeplant, aber ihr stellt schon sehr, sehr viele Fragen. Julia fragt, gibt es auch Sicherheitspersonal, beziehungsweise dürfen sich die Patienten frei bewegen oder ist es eher wie in einem Gefängnis? Also Sicherheitspersonal haben wir nicht. Es gibt ausschließlich Fachpersonal, also das heißt Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter, Pflege- und Erziehungsdienst, die hier arbeiten. Wir haben kein Sicherheitspersonal. Die Patienten, also es ist je nach Gefährlichkeit oder je nach Stand der Behandlung, sind die äußeren Sicherungsbedingungen
werden immer weniger. Also anfangs sind es meist wirklich hochgesicherte Bereiche, wo die Patienten anfangen, behandelt zu werden. Und im weiteren Verlauf sind die Gebäude oder die Stationen eigentlich weniger gesichert. Haben Sie manchmal Angst vor Ihren Patienten? Nein, ich habe keine Angst vor den Patienten. Wir haben dadurch, dass wir die sehr lange begleiten, ist es so, dass wir und auch rund um die Uhr begleiten, dass wir frühzeitig mitbekommen, wenn jemand sich verschlechtert. Und dann wissen wir häufig auch, wie man damit umgehen muss. Und wir haben wirklich sehr gutes Netz aller Kollegen, die eingreifen können, wenn es mal brenzlig wird. Wir haben dann alle so Sicherheitsgeräte, auf die man drücken kann. Das passiert aber tatsächlich sehr, sehr selten. Mhm. Haben Sie auch weibliche Kolleginnen, also die bei Ihnen in der Männerforensik arbeiten? Der überwiegende, also ich würde jetzt mal sagen, der überwiegende Teil sind Frauen tatsächlich, sowohl bei den Ärzten als auch bei den Psychologen, als auch im Sozialdienst oder im Pflege- und Erziehungsdienst. Also und müssen Sie da besondere Sicherheitsmaßnahmen treffen, weil es gerade um Sexualstraftäter geht? Also wir achten sehr darauf, dass immer so eine professionelle Patienten-Mitarbeiter-Distanz da ist. Also dass es da nicht so zu Übergriffen kommt. Wir reagieren sehr früh, schon auf kleinste, ich sag mal, Annäherungsversuche reagieren wir schon sehr früh, sodass wir da bisher, toi toi toi, noch keine Übergriffe hatten. Das ist ja sehr erfreulich. Michael fragt, mit welchen Partnern arbeiten Sie zusammen? Gibt es zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit der Krankenhausseelsorge der Kirchen? Es gibt eine Krankenhausseelsorge hier in der Klinik. Die kommen auch regelmäßig zu unseren Patienten. Die kann jeder anfordern, wenn er möchte. Und die stellen sich auch vor und machen auch, also es gibt hier auch Taufen, es gibt hier Firmungen, dann kommt sogar der Bischof hier hin. Also da gibt es schon eine Zusammenarbeit. Ich habe ja bei mir auch auf dem Zettel, was muss man mitbringen, um ein guter Facharzt für forensische Psychiatrie zu sein. Da kommen hier auch schon Fragen zum Thema. Birgit fragt, um in der Forensik arbeiten zu können, muss man dafür besonders tough sein oder ist es sogar ein Vorteil, wenn man ein sensibler Mensch ist und sich da konstruktiv einbringen kann? Also ich habe im Vorfeld hatte ich mir natürlich Gedanken dazu gemacht. Ich glaube, das Wichtigste ist die Neugier einfach. Die Neugier an dem ganzen Menschen, an Menschen sehr lange behandeln zu wollen, einen sehr langen Weg mit ihm gehen zu wollen. Es ist, also man wird professionell, also wir, alle Kollegen werden hier begleitet, also mit Supervision, mit Selbsterfahrungen und so weiter, sodass man auch tatsächlich seine Stärken rausarbeiten kann oder rausfinden kann oder aber auch geschützt ist, dass man nicht zu viel mit nach Hause nimmt, dass man selber krank wird, dass man selber darunter leidet. Wie ist das mit der professionellen Distanz? Fällt Ihnen das manchmal schwer? Also das ist auch eine Frage, die wir hier haben. Gerade wenn es um schlimme Straftaten geht, die Sie ja wahrscheinlich auch persönlich betreffen, persönlich bewegen. Wie machen Sie das? Wie mache ich das? Es ist so, dass es tatsächlich natürlich schlimme Straftaten gibt, die mir auch ganz persönlich was machen. Wie mache ich das? Ich sehe in erster Linie nicht das Delikt hinter demjenigen, der da vor mir sitzt, sondern ich sehe denjenigen, den ich behandeln muss. Und wenn es dann darum geht, tatsächlich das Delikt zu bearbeiten oder aufzuarbeiten, und ich kann das in dem Fall nicht, dann gebe ich es an Kollegen ab. Also um nicht selber mich mit dem zu konfrontieren und genau zu wissen, mir geht es nicht so gut. Da muss man auch ehrlich zu sich selber sein wahrscheinlich. Genau. Hm? Mhm. Ja. Wie sieht die Zusammenarbeit mit der Rechtsmedizin aus? Naila fragt, forensische Psychiatrie ist ja ein Teil der Rechtsmediziner-Facharztausbildung. Also bei uns, wir haben noch nie mit der Rechtsmedizin zu tun gehabt, weil Rechtsmedizin hat ja eher so mit, ich sag mal, Geweben, Untersuchungen von bestimmten Stoffen im Blut etc. Damit haben wir ja gar nichts zu tun. Bisher haben wir da noch keine Kontakte. Okay. Dann ist die Frage bei Ihnen nicht ganz so
an der richtigen Stelle. Wie sieht das aus mit der Weiterbildung? Wenn wir jetzt hier in unserem Publikum Leute haben, die finden das alles ganz spannend, was sie machen. Was sind die ersten Schritte, wenn man in den Bereich beruflich rein möchte? Also ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, vielleicht noch im Studium, während des Studiums, einfach mal zu hospitieren, zu formulieren, sich das Ganze mal anzuschauen. Wenn man dann sich entscheidet, okay, ich möchte in dem Bereich, dann muss man neben der Facharztausbildung für Psychiatrie und Psychotherapie, kann man dann diesen Zusatz forensische Psychiatrie noch erreichen. Man kann aber auch als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in der Forensik arbeiten. Das ist erst der forensische Psychiater oder dieser Schwerpunkt, der ist erst dann interessant, wenn man das auch wirklich so als seine Lebensaufgabe sieht, wenn man auch, was Begutachtungen anbetrifft, sich weiterentwickeln will. Aber man kann auch durchaus als einfacher, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber als einfacher Facharzt für Psychiatrie oder Psychotherapie bei uns arbeiten. Also ich würde jedem empfehlen, einfach reinzuschnuppern und zu schauen, ist das überhaupt was für mich? Kann das was für mich sein? Weil ansonsten sowas bekommt man nicht in der Uni beigebracht. Sowas sieht man in der Regel in der Uni auch nicht. Also ich bin auch nur zufällig in der forensischen Psychiatrie gelandet und dann einfach kleben geblieben. Und man muss sich wahrscheinlich auch noch nicht ganz am Anfang entscheiden, oder? Also wenn Sie sagen, man kann auch erstmal ganz normal den Facharzt für Psychiatrie machen, dann kann man ja, wie wir heute auch noch im Laufe des Nachmittags sehen werden, ganz unterschiedliche Dinge tun. Genau. Und das mit der Forensik, das kann man dann später entscheiden. Genau. Ich gucke gerade noch mal, was wir noch für Fragen haben. Was innerhalb der Therapien wirkt Ihrer Erfahrung nach am effektivsten für die Patienten? An diese glauben, ich weiß jetzt nicht, ob Birgit damit die Therapien oder die Patienten meint. Wir fragen das einfach mal so, was ist am effektivsten? Ja, Patienten glauben, danke. Also ich glaube tatsächlich, dass das Wichtigste die kontinuierliche Beziehung ist, die professionelle Beziehung, die man aufbaut und über die man dann entweder in der Einzeltherapie weiterkommt, Medikamente verordnen kann, jemanden nach draußen begleiten kann, eine Einsicht entwickeln kann. Also ich glaube, diese Arbeit mit dem Patienten, die Beziehung, diese langfristige, das ist das, was wirkt. Was machen Sie da, um so eine Beziehung aufzubauen langfristig? Es sind häufig die kleinen Momente, in denen man kontinuierlich die Beziehung aufbaut. Das heißt, es sind nicht die regelmäßigen einstündigen Kontakte einmal die Woche in einer Einzeltherapie, sondern ich glaube, es sind so diese Kontakte auch im Alltag. Wir erleben die Patienten im Alltag. Wir erleben die beim Mittagessen, wir erleben die beim Sporttreiben, wir erleben die bei ihrer Freizeitbeschäftigung. Und ich glaube einfach, daran so ein Stück teilzuhaben, das schafft letztlich eine gute Beziehung. Birgit hat noch eine Nachfrage. Bieten Sie auch Meditationen an für die Patienten oder Arbeit mit Tieren? Also wie sieht es aus mit solchen alternativen Methoden noch zusätzlich? Also wir probieren das immer mal wieder aus. Also es ist nicht so, als wenn wir dafür nicht offen wären. Wir haben sowas in die Richtung wie eine Meditation, also so einen Ruheraum mit verschiedenen Praktiken, Versuchen. Das wirkt bei einigen Patienten, bei einigen nicht. Wir haben es auch mit tiergestützter Therapie versucht. Die Erfolge waren aber nicht so hervorragend, dass wir das jetzt erstmal weiterverfolgen, aber wir sind da immer auf der Suche und wir probieren alles Mögliche aus. Verschiedene Dinge ausprobieren und dann schauen, was wirkt genau. Tatsächlich. Ja? Genau. Julia fragt, was passiert mit den Patienten, die keine Heilung erreichen, aber zum Beispiel schon 10 bis 15 Jahre bei Ihnen sind? Bleiben die für immer da oder kommen die trotzdem raus? Das ist eine sehr schwierige Frage. Es gibt mittlerweile eine Gesetzgebung, die sagt, dass es so nach einer gewissen Zeit nicht mehr verhältnismäßig ist. Das heißt, nach einer gewissen Zeit ist die Zeit, die man in Unfreiheit verbringt, weil man eine Straftat begangen hat, nicht mehr verhältnismäßig zu der Straftat. Dann entlässt das Gericht diese Patienten. Wenn es sich aber um schwere Delikte handelt, Tötungsdelikte, sexueller Missbrauch, dann kann es auch tatsächlich sein, dass die Menschen ganz lange bei uns bleiben und teilweise auch bei uns versterben. Wie oft kommt sowas vor?
Also ich überlege gerade, wir haben in, also das sind Einzelfälle, aber das sind dann wirklich auch Menschen, die in ihrer Störung so schwer eingeschränkt sind, dass sie auch weiterhin gefährlich sind und schwere Straftaten begehen. Wir haben noch eine Frage zu Ihrer Gutachtertätigkeit. Passiert es auch, dass Sie Gutachten schreiben, zum Beispiel bei sexuellen Straftaten, und dass es dann Rückfälle gibt, und wie oft passiert das? Wir müssen regelmäßig Stellungnahmen schreiben. Das heißt, einmal im Jahr müssen wir dem Gericht Stellungnahmen vorlegen. Die Rückfälligkeit, also jetzt, ich kann nur von meiner Abteilung reden, und seit ich in dieser Abteilung bin, das sind jetzt 10 Jahre, wir haben keinen Rückfall gehabt. Und wir haben ungefähr 100 Patienten, die wir behandeln, und eben auch einen Schwerpunkt an mit Sexualstraftätern. Ich gucke gerade noch mal. Wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viele Fragen gehabt. Tut mir leid, wenn mir da das eine oder andere durchgerutscht ist. Zusatzbezeichnung Forensik macht man nach der Facharztausbildung für Psychiatrie, richtig? Kann man teilweise während der Facharztausbildung schon machen. Also es sind 3 Jahre, dieser Schwerpunkt. Das ist die einzige Schwerpunktbezeichnung in der Psychiatrie. Ein Jahr kann man während der Facharztausbildung machen und 2 muss man im Anschluss machen. Mhm. Wir haben eine relativ konkrete Frage zur Klinik in Itzehoe. Kennen Sie die? Also Mariam macht da ihr PJ und fragt, wie finden Sie die Klinik und was für Erfahrungen haben Sie da im Vergleich zu anderen Kliniken? Kennen Sie die? Nee, Itzehoe ist wirklich weit weg von uns in NRW. Okay. Also ich kenne so ein paar Kliniken hier in den anderen Bundesländern, aber bis Itzehoe bin ich noch nicht gekommen. Das tut mir leid, dann können wir da leider nicht weiterhelfen. Wir müssen so langsam zum Ende kommen. Hier ist noch was zum Thema Nachtdienst. Ich denke, das ist auch für viele spannend. Wie oft müssen Sie Nachtdienst machen? Also ich mache gar keinen Nachtdienst mehr. Die Assistenten, die hier im Vordergrund Dienst machen. Wir haben 2 dauerdiensthabende Ärzte. Das heißt, die übernehmen schon jede Menge Nachtdienste hier regelmäßig, sodass hier 2 bis 3 Nachtdienste vielleicht pro Monat anfallen. Dankeschön. Wir haben jetzt schon ein bisschen überzogen hier. Insofern tut mir das sehr leid, dass wir jetzt nicht alle Fragen beantworten konnten, aber wir müssen jetzt mit Herrn Dr. Strahl so langsam zum Ende kommen. Wenn noch jemand Fragen hat, können wir die auch schriftlich noch an Sie weiterleiten. Dass wir da alles, das, was wir jetzt nicht beantworten können, das könnt ihr gerne an uns schreiben. Das leiten wir an Herrn Dr. Strahl weiter, dass er dann einfach noch die Möglichkeit hat, schriftlich zu antworten, alles das, was wir jetzt nicht geschafft haben. Und ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Wir machen jetzt eine kleine Pause und um 5:10 geht es dann weiter mit dem Thema Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und ich freue mich, wenn dann wieder so eine rege Beteiligung dabei ist. Herr Dr. Strahl, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie uns all diese Fragen beantwortet haben. Ja, vielen Dank auch. Und dann gerne bis zum nächsten Mal. Okay, vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.